Leute, Jurassic World Evolution, Mensch, diese Melodie, oder? Ist das geil? Ja, ich kann leider das Spiel nicht starten, während Dixery läuft. Somit müssten wir hier mittendrin anfangen, damit es irgendwie läuft. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt endlich. Es ist die einzige Möglichkeit. Das Spiel, ja, ist von Universal und natürlich dem Entwickler Frontier Development. Von denen natürlich auch, ja, Planet Coaster ist. Das mache ich ja auch, spiele ich ja auch hin und wieder. Und deswegen wollte ich natürlich auch das neue Spiel spielen von Frontier. Ich bin sehr gespannt. Ist ein bisschen ein Parkaufbauspiel, aber auch nur ein bisschen. Denn in diesem Spiel geht es darum, sich seinen eigenen Jurassic Park World Dingsbums aufzubauen. Leute, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe nicht viel mit Dinos am Hut. Ich weiß nicht, was das hier unten für Dinos sind. Keine Ahnung. Ich habe Ark gespielt, ja. Da gab es ein paar Dinos. Dann habe ich Jurassic Park 1 habe ich gesehen, also den allerältesten, den allerersten natürlich. Das war es dann auch. Dinos sind für mich wie Autos, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Aber das soll natürlich dem Spaß keinen Abbruch tun. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ich hoffe, dass man jetzt hier nicht der Dino-Experte sein muss oder der Jurassic Park bzw. Jurassic World-Experte. Ich hoffe, dass das alles so auch geht. War natürlich eben schon kurz im Spiel, um zu sehen, ob da wenigstens die Aufnahme klappt. Es scheint zu klappen. Ich hoffe das Beste, damit ich heute schon ein Video präsentieren kann. Deswegen, wir gehen jetzt natürlich auf neues Spiel und machen hier okay. Und dann geht's los, liebe Freunde. Ich weiß, dass hier eine Stimme kommt, sonst hätte ich vorgelesen. Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Soll man davon halten? Ich weiß es nicht. Leute. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Ah, es sieht auf jeden Fall schon mal wunderschön aus, richtig? Oh, mein Mauszeiger. Krass. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Ist Cabot Finch Jeff Goldblum? Wenn ja, warum? Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Wenn ja, würde ich viel lieber jetzt auf Englisch spielen, aber gut, wir lassen das jetzt mal auf Deutsch für unsere deutschen Zuschauer. Weil normalerweise, glaube ich, wer ist das? Das war doch Jeff Goldblum, oder? Das ist natürlich sehr krass. Die haben hier wirklich nicht gespart an allem eigentlich. Also, dass Jeff Goldblum hier mit von der Partie ist, ist natürlich mega geil. Und deswegen, ich hätte es natürlich gerne auf Englisch, weil Jeff Goldblum, hallo, geile Stimme. Okay, wir sollen jetzt offensichtlich erstmal ein Gehege bauen. Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Wir haben hier unten offensichtlich unser Geld. Wir haben $3.180.000 auf der hohen Kante. Und sollen jetzt natürlich, wobei hier steht eigentlich, wir sollen ein Hammond-Entwicklungslabor bauen und kein Gehege. Ist ein Hammond-Entwicklungslabor ein Gehege? Bringen Sie die Dinosaurier aus dem Jura nach Jurassic World. Das Hammond-Entwicklungslabor ermöglicht das Ausbrüten, das Modifizieren und das Freilassen der Dinosaurier in den Park. Kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Okay, gut. Das scheint also das Ding zu sein. Im angezeigten Bereich platzieren. Also der hier, oder? Aha. Ah, okay. Also, das dockt hier direkt an den Zaun an, ja, an den Gehegezaun. Und dann kann man gucken, dass man vielleicht noch ein bisschen Geld spart. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir bauen das jetzt einfach mal hier hin.
Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die fünf Tode, heißen. Ja, also, mal, ich bin, also es gibt natürlich, um mal zu meinem Let's Play ein bisschen zu kommen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende. Es gibt Leute, die von Frontier zum Beispiel Keys umsonst bekommen, Let's Player, Streamer, was weiß ich. Und die sind immer so ein bisschen voreingenommen, habe ich das Gefühl, gegenüber Spielen von dieser Firma dann. Und das wird bei mir nicht der Fall sein. Ich werde das hier haarscharf kritisieren, was ich hier nicht cool finde. Auch wenn ich natürlich viel Planet Coaster gemacht habe und Frontier liebe. Aber ich finde es zum Beispiel komplett sinnlos, irgendwie so eine Baustelle zu machen hier, wie gerade, ne? Dass dann so und dann irgendwann das Gebäude fertig ist. Also entweder man macht's richtig, das heißt, es kommen hier so richtig schön Baufahrzeuge an. Das mag ja, kann auch schnell gehen wegen mir. Aber dass man es richtig macht, mit Baufahrzeugen und allem. Oder eben direkt das Gebäude placen, weil das hier ist so ein Mischmasch, irgendwie gefällt mir der nicht so. Aber okay, kann man natürlich machen, dass man so ein bisschen das Aufbauflair hier erlebt. Naja, gut, gehen wir mal auf die Straße, beziehungsweise auf die Wege. Ich denke mal, dass wir das hier verbinden müssen. Billiger Weg, schmal. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt das Wegtool. Wie funktioniert das Wegtool? Ich drücke. Leute, ich drücke. Wieso? Ah, okay. Ein bisschen wie bei Planet Coaster, aber leider auch nur ein bisschen. Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Jetzt geht's nämlich los. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Mhm. Jetzt geht's nämlich los mit den Dinosauriernamen. Davor graut's mir. Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die heißen und wie man die ausspricht. Die haben ja alle so sehr komplizierte Namen. Also, wir sollen jetzt einen Dinosaurier ausbrüten. Dafür wählen wir uns hier einen Brutkasten aus, klicken auf Dinosaurier ausbrüten und dann einen Struthiomimus. Okay. Das scheint mir ein Pflanzenfresser zu sein, denn hier ist auf jeden Fall mal eine Pflanze. 65%, was bedeutet 65% Lebensfähigkeit? Wobei da unten steht 66%. Also, da gibt's natürlich jetzt hier der sehr verschiedene Dinos. Und der Struthiomimus, da haben wir einen Genomfortschritt von 65%. Nicht gekreuztes Genom bis jetzt. Also dann wird später wahrscheinlich auch noch Dinos kreuzen können. Haut ist Standard, Bewertung 7. Was bedeutet das? Eine höhere Bewertung bringt mehr Besucher. Kann das sein? Sowas. Lebensfähigkeit, Belastbarkeit 35. Der Wert sagt mir gar nichts. Lebenserwartung 40. Sind es Jahre? Ich weiß es nicht. Verteidigung 0. Also das sind richtige Weicheier, die direkt hier richtig zermöppt werden können. Die haben keine Verteidigung. Sie können höchstens, ich weiß nicht, sie können aber doch wahrscheinlich schnell rennen. Warum ist das keine Verteidigung? Naja, egal. Epoche, Oberkreide, Familie der Ornithomimidae und es ist der Struthiomimus. Und eine Größe von 1,6 Metern, also so wie ein kleiner Mensch. Gewicht 150 Kilo, durchaus kräftiger als ein kleiner Mensch. Länge 4,3 Meter, what? Also die scheinen schon einen ziemlich langen Schwanz zu haben. Und es ist ein Bodenpflanzenfresser. Beschreibung, der Struthiomimus war ein kleiner, allesfressender Dinosaurier, der während der Oberkreide in Nordamerika lebte. Alles klar, wir wollen ja jetzt nicht das Genom modifizieren, das lassen wir jetzt erstmal noch. Wir wollen den jetzt ausbrüten. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Tja. Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Chef Goldblum. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. So, jetzt haben wir den ausgebrütet, es hat geklappt. Ich glaube, dass das hier die Lebensfähigkeit ist. Jetzt die Frage, in 33% der Fälle, beziehungsweise in 34% der Fälle, wird es dann nicht klappen oder was? Naja, okay, wir haben jetzt einen, lassen den mal frei. Das heißt, oh, da kommt er. Die Tür, ach, guck mal, hi, wer bist denn du? Leben, es beginnt, der kostbarste Moment.
Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir Sie diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Ja, wir haben den ersten Dino ausgebrütet. Mensch, das ist ja toll. Er trinkt erstmal eine Runde, das ist in Ordnung. Dinosaurier-Statistiken R, können wir mal gucken. Hier, was steht da? Gesundheit ist so auf 100%. Nahrung, Wasser, also die müssen natürlich versorgt werden offensichtlich. Geborgenheit. Die haben Geborgenheitsgefühl. Wollt ihr mich verarschen? Grasland, Wald. Moment mal. Was bedeuten denn die roten Balken? Das sind natürlich hier in dem Falle rote Bereiche. Da sollte es nicht runtergehen. Das wird wohl auch hier der Fall sein. Bestand, sozial. Also wenn der Bestand zu hoch ist, offensichtlich wird es Problematico. Vielleicht sind das Einzelgänger, man weiß es nicht. Und so werden wahrscheinlich sich die Dinos auch unterscheiden. Profil, ja. Ist in sehr großen sozialen... lebt doch in so großen sozialen Gruppen. Wieso ist dann hier sozial, wenn es viel wird, wird's rot? Das verstehe ich dann nicht. Müsste eigentlich, wenn es weniger ist, wenn er alleine wohnt. Naja. Appetit 30. Stoffwechsel. Also da, es gibt viele, viele Werte hier offensichtlich. Dinosaurierbewertung 7. Grundbewertung 6. Authentizität plus 1. Ah ja. Yeah. Hier sehen wir das Genom. Standardhaut, Lebenserwartungsgene 40, Alter 1, Lebenserwartung 40, Angriffsgene, Verteidigungsgene, Belastbarkeitsgene. Also es ist hier natürlich sehr, sehr kryptisch runtergebrochen alles. Okay. Also hier, er hat auch noch keinen getötet, er hat noch keine Ziegen getötet, Zäune durchbrochen, Menschen getötet. All diese Sachen werden hier offensichtlich, aufgezeichnet. Unser erster heißt natürlich Rolf. Ja, ist der Rolf. Ist das überhaupt ein Männlein? Ist es ein Männchen? Streift umher, gesund. Wo steht denn, was es ist? Bin ich doof oder was? Bin ich jetzt doof? Kleiner, soziale Gruppe 0. Idealer Bestand 0 bis 25. Anfällig für die Erkältung. Wo steht denn, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist? Bin ich dämlich oder was? Grundbewertung. Erschaffen sie selten, aber um eine höhere Grundbewertung über den Besuch. Ah, okay, das hat also doch mit den Besuchern. Extrahieren sie eine höhere Prozentzahl. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Hat er sich jetzt versteckt oder was macht er da jetzt? Der Hammond Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Aha, Aufträge. Wählen Sie einen Auftrag aus. Dr. Kayal Dua, Wissenschaftsabteilung. Ein Wissenschaftsauftrag, einen Unterhaltungsauftrag von Isaac Clement, der alte Unterhalter. Ja, Mensch, und natürlich George Lampert, Sicherheitsabteilung. Wir beginnen einfach mal mit einem Sicherheitsauftrag. Habe ich jetzt Bock drauf. Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Isla Matanceros. Gewinn pro Minute. Eine höhere Dinosaurier würde ihre Inselbewertung verbessern und mehr Gäste anlocken. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Ja. Also, erste Schritte Sicherheit. Bauen und verbinden Sie ein X... Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Habe ich verstanden. Es ist natürlich wie immer eine Gratwanderung. Also, bauen und verbinden Sie ein Expeditionszentrum und versorgen Sie es mit Strom. Binden Sie es an das Wegenetz des Parks an. Ein Expeditionszentrum ermöglicht Ihnen,
Grabungsteams auf der ganzen Welt nach neuen Dinosaurierfossilien suchen zu lassen. Der erste Schritt, um Dinosaurier-DNA zu erlangen. Alles klar, versuchen wir mal. Versuchen wir das mal. Hier wird es mir schon angezeigt, Betriebsgebäude. Das ist das Expeditionszentrum. Das Expeditionszentrum, was ist mit... Ist das eine Stromsache hier, die Kringel? Man weiß es noch nicht. Baukosten, 400.000. Wie drehe ich denn? Ah ja, okay. Also das ist nicht sehr Planet Coaster-like. Wir bauen das jetzt mal hier hin. Kann ich das überall hinbauen? Nee, hier könnte ich es zum Beispiel nicht hinbauen. Und hier geht's wahrscheinlich aber auch, ne? Oder? Ja, Expeditionszentrum. Na gut, wir bauen es aber mal hier hin. Wir wollen das ja erstmal hier ein bisschen zentralisieren alles. Schauen wir mal. Hier so ein bisschen Wald abholzen, das passt schon. So. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Mhm. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Ja, nee, das ist dann auch. So, jetzt müssen wir das noch mit der Straße verbinden hier. So, also es gibt auf jeden Fall, das hier sind offensichtlich, ist das so ein Stromdings. Gut gemacht. Natürlich ohne Sarkasmus. Außer Sie hören ganz genau hin. Was ich sagen will, durch den Abschluss von Missionen verbessern Sie Ihr Standing. Also es ist ein Umspannwerk. Ihren Ruf, wenn Sie so wollen, bei der Sicherheitsabteilung. Dadurch wird man Sie dort mit schwierigeren Missionen betrauen. Also, hier haben wir ein Umspannwerk. Das ist mit Masten verbunden. Hier. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Was? Jetzt nerv mich nicht hier mit tausenden Namen, das kann ich mir doch nicht merken. So, also wir haben jetzt hier das Expeditionszentrum, was 10 Strom verbraucht. Wir haben hier 10 Strom. Eingehende Übertragung. Was ist das denn? Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Oh, wir kriegen 1 Million als Belohnung und eine Sturmabwehrstation. Wir brauchen einen Testdinosaurier, um unsere Sicherheit bewerten zu können. Beschaffen Sie 50% des Edmontosaurus-Genoms, damit wir fortfahren können. Die Mission schlägt fehl, wenn der Dinosaurier stirbt, der für die Mission benötigt wird. Alles klar, versuchen wir natürlich. Haben wir sonst nichts zu tun. Nutzen Sie das Expeditionszentrum. Genau. Also. Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unserem Sicherheitssystem. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. So, das ist die Expeditionskarte. Aha, das ist die Welt. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und Teile? Nee, man kann scrollen. Okay. Insel präsent ist. Das ist die erste Phase. Also, legen Sie los. Jetzt müssen wir natürlich den Edmontosaurus, da ist er doch schon, in Kanada. Gibt's denn auch, gibt's da... Hier ist der auch. Also es gibt verschiedene... Nee. Gut. Das bedeutet, was hier hätten wir hohe Kosten, häufige Exemplare. Da ist auch noch der Triceratops dabei. Aber wir wollen ja eigentlich hier erstmal... Wobei, also ich habe keine Ahnung. Wir machen das jetzt hier. Ihr erstes Expeditionsteam. Und das bedeutet jetzt? Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Wie lang? Grabungsteam ist unterwegs. 2 Minuten. Aha. Okay, also es dauert jetzt 2 Minuten. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz.
Ganz einfach. Super einfach und super genial. Also, was wir jetzt machen ist, weiß ich nicht. Soll ich dem hier noch einen Gesellen, könnte ich dem noch einen Gesellen hier, warte mal, ausbüten. Machen wir dem mal noch einen Gesellen. Das ist ja ein bisschen armselig, wenn er einen Dino umeiert. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt die DNA dann für den Edmontosaurus bekommen oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Wir brüten nochmal einen aus. Was kann ich denn noch bauen? Kann ich noch irgendwas? Hier, gucken wir uns mal um. Hier haben wir nämlich das Kraftwerk. Das produziert offensichtlich 16 und wir haben noch 18 ungenutzten Strom. Muss man wahrscheinlich dann im Auge behalten. Wir haben Landschaftsgestaltung. Aha. Wir haben Bäume. Ah, okay. Das wird hier alles über so ein Feld gemacht. Büsche, Bäume, wir haben Wasser, wir haben kein Wasser, wir haben Berge, wir haben also ein bisschen Terrain-Tool. Alles klar, gut. Könnte ich jetzt hier auch? Ja. Gut. Also man kann hier offensichtlich auch dann viel über die Landschaft steuern vielleicht noch. Das hier wird die allgemeine Bewertung sein. Das ist die Bewertung wahrscheinlich der Teams. Also Unterhaltung, Sicherheit und Wissenschaft. Mhm. Was kann ich denn? Was ist mein Ruf? Da wird irgendwas immer unlocked. Kann ich mehrere Aufträge gleichzeitig annehmen? Wissenschaft. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an... jetzt los hier. Jetzt haben wir... Erschaffung von Dinosaurier. Was haben wir denn jetzt? Also, wir haben 8 Fossilien jetzt. Was soll das jetzt? Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Brauchbar-Genome ermöglichen Ihnen, Dinosaurier zu erschaffen. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Alles klar. Also, wo ist denn jetzt hier der Edmonto? Da. Da gibt es da jetzt mehrere von. Das sind neue. Rhenium. Guck mal, Rhenium kann ich einfach verkaufen für 100.000 oder was. Machen wir da mal. So, man könnte jetzt aber auch die hier verkaufen. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben jetzt hier verschiedene mit 44%. Ich extrahiere jetzt die DNA von dem hier mal. So, und was, wenn ich das jetzt mit 2 mache, kriege ich dann mittlere Qualität, hohe Qualität extrahieren. Was war jetzt hier? Plus 2%. Aha, das geht dann auch nochmal hoch, okay. Nicht sicher, wie ich das finde. Man hat ja jetzt nichts zu tun, während der hier um Eier. Also klar, man kann was tun währenddessen. So, jetzt macht er hier noch weiter. Jetzt kommen wir hier der Sache aber näher. 48%. Aber das geht jetzt höher. Wir gehen mal hier raus. Das geht ja wahrscheinlich weiter. Und dann schauen wir mal. Also man kann währenddessen dann natürlich hier weiterbauen. Das ist schon mal gut. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Mhm. Also, das hier ist das Forschungszentrum. Sollen wir uns da auch schon mal umgucken? Können wir ja mal machen. Hier haben wir Fossilien, 0 Gegenstände verfügbar. Genetische Forschung, 5 Gegenstände verfügbar. Medizinische Behandlung, 1 Gegenstand. Da! Neues lebensfähiges Genom! Gegenstand verfügbar, Gehege, Gegenstand verfügbar. Okay, als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Die Frage ist, warte mal, also erstens mal kann ich den hier freilassen, so. Ja, das haben wir ja schon gesehen. So, wer bist du, mein Freund? Wer bist du? Wie kann ich dich anklicken? Kann ich dich anklicken? Ich kann ihn nicht an... Kann ich ihn? Doch, kann ich. So.
jetzt mal ernsthaft. Wo sehe ich bitte, ob er Männlein oder ein Weiblein ist? Das kann doch nicht sein. Ist das hier egal oder bin ich zu dumm, es zu erkennen? Keine Ahnung. Wir nennen ihn jetzt Gerda. Sie. Ich hoffe einfach, dass es eine Sie ist. Ich habe keine Ahnung. So, also Gerda und Rolf leben jetzt zumindest hier zusammen. Da ist Rolf. Guck mal. Der ist am Verhungern. Oh. Was bedeutet das denn? Ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Dann verhungert er eben. So, hier haben wir nämlich den Edmontosaurus. Und dadurch, dass der jetzt nur, dass wir nur 54% des Genoms entziffert haben quasi, ist die Lebensfähigkeit geringer. Ja. Gewinn pro Minute, ja. Wir machen momentan Verlust, habe ich mitgekriegt. So, dann brüten wir den jetzt mal aus. Hier, den guten Edmo. Edmo. So, ja, wie kümmere ich mich hier um Essen? Große, gute Frage. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kürbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Ist dann der Auftrag weg? Das würde mir jetzt... Das würde mir jetzt nicht... Das wäre ja jetzt blöd, wenn der Auftrag hier weg ist, oder? Oder ein weiterer Auftrag. Ich akzeptiere jetzt mal. Ah, der ist nicht weg. Okay. Also. Das machen wir gerade. Bauen Sie ein ACU-Zentrum. Was ist denn ein ACU-Zentrum? Wo baue ich denn ein ACU? Betriebsgebäude. Hier. Was? Ranger-Station. ACU-Zentrum. Bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Schicken Sie einen ACU-Helikopter los, um Dinosaurier zu betäuben. Blablabla. Okay, also das ist für die Sicherheit ganz wichtig. Braucht einigermaßen viel Platz, offensichtlich. Wie ist das mit dem Platz hier eigentlich? Also mal ernsthaft. Ich kann ja nirgendwo bauen. Ich kann ja hier fast nirgendwo bauen. Bauen wir es mal hier hin. Hier ist Platz. So. Dann ist das hier so noch im Stromdingens drin. Was ist, wenn ich das ganz nah an die Straße baue? Ist das schon verbunden mit der Straße oder muss ich das jetzt auch nochmal aktiv dann verbinden? Forschungsziel im Forschungszentrum ACU Nachladetempo 1.0. Okay. Gucken wir mal gerade. Kann ich das schon erforschen? Wo ist das denn? Bei Gebäude-Upgrades wahrscheinlich. Wo ist das ACU denn? Sehe ich das? Entwicklungsausbildungstempo 1.0. Strom, Acid. ACU-Treffsicherheit. Helikopterlandung. Nachladetempo. Da ist es. Was kostet das jetzt was? Hat das irgendwas gekostet? Wir haben offensichtlich ein Forschungsteam. Man ist sich nicht so ganz sicher hier. Man ist sich nicht so ganz schlüssig im Hause Brillibi, was hier so Sache ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Ding hier. Das haben wir gebaut. Ist auch schon angeschlossen. Sehr gut. Und hier haben wir jetzt wahrscheinlich den Eddie. So. Gucken wir uns den mal an. Eddie, was geht? Mensch. Ja, was bist du denn, Freunde? Und du kommst jetzt auch zu den anderen da in dasselbe Gehege da. Bin ich mal gespannt. Zerfleischt ihr euch? Nee, oder? Ihr seid beide ganz nett, oder? Ein ganz bunter Kopf, der Kerl. Ganz bunter Kopf. Okay, die nächste Phase klingt... Eddie! Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den... Tor 1. Tor öffnen. Ja, und jetzt Dinosaurierbedrohung. Die ACU oder Asset Containment Unit ist die Anlaufstelle, falls Sie einen wilden Dino betäuben müssen. Der geht raus, der ist raus, er ist jetzt raus, er ist rausgegangen, er läuft gerade die Straße entlang. Leute! Er ist raus. ICU, Helikopter fliegen, Aufgabe hinzufügen, nein. Ach du Scheiße, muss ich den jetzt fliegen? Was geht denn jetzt?
Wie kann ich denn? Was mache ich denn? Wählen Sie denn? Nutzen Sie diesen Helikopter okay, schnell aus. Wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Ich habe nichts gemacht. Ich verstehe zwar, dass unsere Mach ich gerade was? Leute den Drill brauchen. Ja, ich kann den so steuern jetzt. Och du Scheiße. Ach du Kacke. Wenn Sie das ist uncool. Haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, kann ich den höher? Was kann ich denn? Ach du Jemine. Später. Im Moment haben wir zu tun. Leute. Absinken. Steigen. Leertaste. Nach links. Betäubungsgewehr. R. Alter, wo ist denn jetzt das Ding? Ach du je. Das war daneben, Fräulein. Nein. Alter, was ist das denn? Das ist ja wie bei PUBG hier. Na jetzt aber, komm. Treffer! Sicherheitsschuss. Was ist denn jetzt? Ist er jetzt oder was? Oh Mann. Das ist aber hier. Jo, warte mal. Wählen Sie. Weisen Sie anschließend ja die Aufgabe zu dem Saurier. Oder steuern Sie ihn selbst. Auch ein Glück. Zum Glück muss man das jetzt nicht ständig selber machen. Da hätte ich ja, das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen. Wenn Sie den Heger über und sich in der Nähe, können Sie mit R die Ansicht wechseln. Und dann zielen. Alles klar, das haben wir ja gemacht. Das haben wir ja. Wie Profis haben wir das gemacht. Wo ist er denn jetzt? Der gute Freund. Ist er das da hinten? Nee, das. Da! Er ist noch gar nicht betäubt, oder was? Freunde! Freunde! Wo ist er? Er müsste genau unter uns sein. Mann, wo ist er denn jetzt? Da! Alter, das ist aber auch hier Mensch. Ist das ein Treffer gewesen? War wohl ein Treffer. Komm her! Komm her! Kostet das was? Oh, jetzt. Mann, das kann ja wohl nicht angehen hier. Ich treff den doch. Da! Jetzt! Jetzt ist er aber. Jetzt liegt er flach. Freunde, transportieren Sie. Wie denn? Mit dem Heli jetzt? Mit dem Heli? Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zu bringen. Wie denn? Ich bin überfordert. Transportteam, wo ist das Transportteam? Transportteam, bewegen. Eine Aufgabe, transportieren Sie oder verkaufen Sie betäubende... Ja. Nutzen Sie das ATÖ-Tablett. Ja. Leute, wie wähle ich es denn aus? Ich kann's. Wie wähle ich es denn aus? Wo ist es denn? So, jetzt Eddie transportieren. Ey, muss mal. Jetzt mal ernsthaft, das ist ja hier. Ist das das Transportteam? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein. Verbaut. Verbaut. Wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernisse oder andere Dinosaurier aus. Hole Produkt ab. Das war dumm wahrscheinlich jetzt. Oder ich hätte es hier einfach ins Gehege machen sollen, oder? Oh Gott, ich bin dumm. Er wird jetzt hierhin transportiert. Weiterhin außerhalb des Geheges. Sehr gut, Brilli. Absoluter Profi einfach. Transportieren wir jetzt zu einem sicheren Gehege. Ja, hier ist doch sicher. Kann ich das nicht abbrechen jetzt hier? Leute! Kann ich das abbrechen? Das ist ja hanebüchen. Das... Transport
War jetzt ein Fehler. Er wird einfach nur einmal über die Straße transportiert, der gute Eddie. Ach Gott, Eddie, was hab ich, was tue ich dir hier an? Und das sind Besucher oder was sind das jetzt hier? Die Mannequins. Ja, auf jeden Fall kriegen die ein bisschen Show hier, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt ist er ist halt immer noch frei. Jetzt muss ich die ganzen Schmörder nochmal machen, oder was? Er hat ein bisschen, ist ein bisschen ledierter. Aber okay, vielleicht rennt er jetzt auch einfach... Nee, war zu viel des Guten. So, dann Aufgabe hinzufügen. Hier, den einmal... So, mach das mal selber jetzt. Das ist ganz schlimm, das selber zu machen. Mal sehen, ob das jetzt auch geht. Dann können wir das so auch lernen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, der... Guck mal, jetzt kommt der Profi-Schütze hier, oder was? Leute, er ist reingegangen. Er ist reingegangen. Ihr könnt abbrechen. Tor schließen. Haben wir ihn reingejagt. Geht offensichtlich auch. Man kann auch vielleicht ohne Gewalt kann man sie da reinjagen. So. Mission abgeschlossen. Bäm, 1 Million. Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Leute, wir haben das Spiel durchgespielt. Voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Das werden wir sehen. Bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Ja, ähnlich. So, also, wir werden jetzt erstmal diese Folge hier beenden, denn das war jetzt erstmal ein kleiner Einblick hier in Jurassic World Evolution. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, tatsächlich. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Akzeptieren. Was bringt die weltgrößte so. Show, wenn sie niemand... Das werden wir dann in der nächsten Folge eruieren, was die Aufträge hier bedeuten. Ich bedanke mich bei euch. Halt doch mal die Klappe jetzt. Es ist doch genug. Ist das schon wieder... Penultimo! Das ist schon wieder so ein Spiel, wo mir die Leute ständig an die Backe labern, ey. So, ist jetzt Ruhe kurz? So, ich möchte mich gerne von euch verabschieden. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es darauf hinausläuft, dass man viel darüber... dass viel darüber läuft, dass Dinos ausbrechen und man die immer wieder einfangen muss und so weiter und so fort. Das werden wir aber dann natürlich sehen. Es sieht auf jeden Fall schon mal grandios aus, das muss man einfach sagen. Tolles Setting, tolle Musik, tolle Soundeffekte, tolle Stimmen. Super, das ist alles 1A. Ob das Gameplay variantenreich ist oder es wirklich nur ausbrüten, lagern, Leute kommen, schauen an, ist, werden wir sehen. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Jurassic World Evolution.